Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 6. Dezember. Heute dabei Apple, Instagram, Nissan, Spotify und N26. Beginnen wir mit Apple. Die haben zu wenig Steuern bezahlt. Das meint zumindest die EU, denn zwischen 2003 und 2014 haben sie ja ihre ganzen Gewinne nur mit 0,005 bis 1% versteuert, weil sie halt mit Irland einen super Deal ausgehandelt haben. Das sieht die EU anders und deswegen gab es ja auch eine Klage und es soll eine Nachzahlung von 13 Milliarden Euro geben. Dagegen ist Apple vorgegangen, aber hat jetzt gesagt, dass sie Anfang 2018 anfangen, die Milliarden zu zahlen, allerdings auf dem Sperrkonto, denn es läuft ja noch die Berufung. Da bin ich mal gespannt, ob die EU das Geld sehen wird, beziehungsweise dann wahrscheinlich eher das Land Irland. Naja, was wir aber auf jeden Fall jetzt demnächst sehen werden, ist das größte Update seit langem bei Instagram. Denn Instagram kopiert wieder mal Snapchat und bei Snapchat konnte man ja schon seine Stories automatisch in die Cloud bei Snapchat speichern. Und genau das macht Instagram jetzt auch. Also, ab heute werden die iOS- und Android-Versionen ausgerollt und dann wird automatisch jede Story in die Cloud bei Instagram kopiert und man hat einen privaten Bereich und kann sogar Highlights aus den Stories in seinem Profil noch verlinken später. Ganz interessante Sache, ich gucke mir das auch nochmal in Ruhe an, denn der eine oder andere wird ja mitbekriegt haben, dass ich durchaus das Stories-Format sehr schätze und auch auf beiden Plattformen aktiv bin. Ja, was ich auch sehr schätze, ist halt ein Uber, aber um Uber geht's gar nicht, sondern um Nissan. Die haben nämlich jetzt angekündigt, dass sie ihr E-Auto, den Nissan Leaf, als selbstfahrendes Taxi auf die Straßen bringen möchten und dann halt auch mit Uber und Lyft konkurrieren. Entsprechend halt mit einer App versehen, mit der man dann halt sein Nissan Leaf Taxi ruft und irgendwo hinfahren kann. Das Ganze soll ab März 2018 getestet werden. Und ich bin schon gespannt auf die ersten Ergebnisse von dort. Ja, und Weihnachtsloch hin oder her. Wir haben ja ein paar News, aber natürlich kommen jetzt auch immer mehr die Lückenfüller, weil jetzt Jahresrückblicke gemacht werden. Und ich denke mal, einer finde ich, der ist sehr interessant. Denn mittlerweile hat sich ja die Welt verändert und Musik ist eindeutig Streaming und nicht mehr kaufen und erst recht nicht mehr analog kaufen. Ja, und Spotify hat nun bekannt gegeben, diverse Kategorien, wo am meisten gestreamt worden ist. Und querbeet auf Platz 1 bei den Titeln in unterschiedlichsten Ländern ist der Ed Sheeran mit Shape of You. Und wer möchte, der kann sich den verlinkten Artikel vom Kashis Blog in unseren Shownotes angucken. Dort hat man dann die Möglichkeiten, zu den verschiedenen Kategorien auch zu schauen, was es so alles gibt, aber auch noch viel besser seinen eigenen Jahresrückblick anzugucken. Dafür geht man auf die Seite 2017wrapped.com, verbindet dort seinen Spotify-Account, also man muss natürlich Spotify genutzt haben, sonst gibt es nicht so einen großen Jahresrückblick und dann wird das ermittelt, es gibt ein kleines Quiz und dann erfährt man, was seine Top-Künstler, Top-Songs und Top-Genres waren. Und mein Top-Song war Glow von Drake und Kanye West. Das habe ich auch richtig geschätzt, den habe ich nämlich eine Zeit lang in der Dauerschleife gehabt. Macht das doch einfach mal und schaut und vielleicht, wenn ihr Bock habt, tweetet uns doch unter Geek Talk Daily auf Twitter eure Top-Songs des Jahres von Spotify. Und letzte News für heute, N26, das Online-Konto, was ja vor ein paar Jahren mal hier so ein bisschen den Markt aufgewühlt hat, dann auch so ein paar kleinere, in Anführungsstrichen, Skandale hatte, sprich halt Konten wurden gekündigt, die machen ja immer weiter. Die haben auch mittlerweile Premium-Produkte wie N26 Black und nun haben sie dem noch einen draufgesetzt, denn es wird nun N26 Metal geben. Dazu eine sehr geile Karte aus Metall, die praktisch unkaputtbar ist, also eine Kreditkarte aus Metall mit einem Kern aus Wolfram und diversen Extras, zum Beispiel auch eine Kooperation mit dem Coworking Space WeWork. Und die Kunden, die bisher schon N26 Black hatten, die werden wohl bevorzugt dieses Jahr noch upgraden können, wenn sie denn möchten, auf N26 Metal. Und für alle anderen ist es dann ab Anfang 2018 möglich,
die neue Dienstleistung zu nutzen. Preise habe ich auf die Schnelle keine gefunden. Ich bin mal gespannt, was sie da aufrufen und gucke mir das auch nochmal in Ruhe an. Ja, und das war's auch schon heute am Mittwoch. Bergfest. Also wenn ihr es hört, seid ihr noch nicht auf dem Berg, aber ich wünsche euch jedenfalls einen guten Arbeitstag und hoffe, wir hören uns morgen am Donnerstag wieder hier beim Geek Talk Daily. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.